Go. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, man hat den Eindruck, dass sich hier die kleinen Parteien rechts und links der Mitte dieses Hohen Hauses übertrumpfen wollen, darin wer hier den stärksten Aufschlag macht. Und ja, lieber Kollege Stefan Thomae, man hört da ein bisschen heraus, dass es vor allem hier auch Symbolik geht, um Symbolik geht. Dass ihr euch hier da sehr stark selbst unter Druck setzt, hier jetzt irgendwas zu liefern. Und egal, ob es dürftig ist oder schon was, was Inhaltliches bringt. Ihr beginnt den Antrag mit der Behauptung, dass Freiheit und Rechte der Bürger zugunsten der Sicherheit unverhältnismäßig eingeschränkt worden seien. Richtig ist sicherlich, dass Sicherheit und Freiheit in einem Spannungsverhältnis stehen. Das ist mit Sicherheit so. Ein zu viel an Sicherheit kann auf Kosten der Freiheit gehen. Es gibt aber auch den anderen Zusammenhang. Freiheit und Sicherheit bedingen sich eben auch gegenseitig. Und Freiheit ohne Sicherheit ist nichts wert. Wenn ich die Freiheit habe, aus dem Haus zu gehen, aber dann befürchten muss, dass in der Zeit Einbrüche geschehen oder ich einem Raub zum Opfer falle, dann ist die Freiheit nicht so viel wert. Und deshalb geht es um das ausgewogene Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Und ob die jetzt in der Balance sind, das wird von der FDP kritisiert und infrage gestellt. Wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin, höre ich das eher andersherum. Da wird mir eher gesagt, dass die Sicherheit zu kurz kommt. Wenn ich die Bürger frage, was liegt euch am Herzen, dann höre ich eher Sorge, dass es Einbruchdiebstähle gibt, dass der Enkeltrick angewendet wird, Schäden, die da entstehen und die weit über das hinausgehen, was der materielle Verlust ausmacht. Die Leute sind zutiefst verunsichert, fühlen sich in der eigenen Wohnung nicht mehr sicher. Und hier gehört es auch zu den ureigensten Aufgaben des Staates, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Natürlich in der Balance, natürlich in der Balance mit der Freiheit. Aber hier stimmt mich schon bedenklich, dass Sie die Gefahren, die den Bürgern drohen, von Seiten Kriminalität, von Seiten Terrorismus in Ihrem Antrag überhaupt nicht erwähnen, sondern dass Sie ausgerechnet unseren demokratisch legitimierten Rechtsstaat als die größte Gefahr für die Bürger darstellen wollen. Das geht wirklich klar an der Sache vorbei. Und, liebe Kollegen, Sie formulieren hier, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst auch, sehr missverständlich, sehr ungenau in Ihrem Antrag. Da heißt es, der Gesetzgeber hat in den letzten Jahren die Sammlung von Informationen über seine Bürgerinnen und Bürger immer weiter ausgeweitet. Da meint man doch, es entsteht das Bild von großen Speichern im Keller des Innenministeriums, ja, als würde der Staat Daten sammeln. Es ist doch nicht so. Das Einzige, was Gegenstand des Gesetzes ist, dass wir regeln, dass die Daten dort, wo sie anfallen, bei den Anbietern, bei den Providern, nicht unmittelbar gelöscht werden dürfen, sondern dass sie dort einige Wochen vorgehalten werden sollen. Nicht mehr und nicht weniger. Kein Staat geht hin und sammelt diese Daten. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion? Ja. Bitte. Frau Kollegin, mir ist nicht ganz klar geworden, vielleicht können Sie das aufklären, wodurch aus Ihrer Sicht bei der Anwendung des Enkeltricks bei älteren Menschen zu Hause die Vorratsdatenspeicherung präventiv oder auch später in der Strafverfolgung wirksam eingreifen kann. Das wäre ein wertvoller Hinweis. Wenn Sie genau zugehört hätten, hätten Sie mitbekommen, dass ich das in dem Zusammenhang dargestellt habe, was den Bürgern auf dem Herzen liegt. Und dass es in der Balance von Freiheit und Sicherheit eher um diese Dinge geht und mich die Bürger fragen, wann tut der Staat etwas dagegen? Wieso ist der Staat da nicht durchsetzungsfähiger? Genau in dem Zusammenhang war das gesagt. Und in der Tat, wenn Sie das Gesetz lesen, dann wissen Sie, dass der Enkeltrick nicht zu den Straftaten gehört, für die auf Vorratsdaten zurückgegriffen werden kann. Das habe ich mit keinem Wort behauptet. Wir kommen zurück zu den Daten, um die es geht. Es geht um Nummern von Telefonen, von Handys,
wie sie auch für Rechnungszwecke der Anbieter gesichert und gespeichert werden. Diese sollen bei den Anbietern für 10 Wochen gespeichert werden und Funkzellen außerdem für 4 Wochen jeweils die Funkzelle, in der sich ein Mobiltelefon im Moment des Beginns der Verbindung befunden hat. Keine Namen, keine Inhalte. Und das eben nicht beim Staat, sondern beim Vertragspartner der Kunden, den sie sich selber aussuchen. Sie wollen nun die Regeln streichen, in denen die Speicherung den Anbietern vorgeschrieben wird. Sie haben aber nichts dagegen, dass Daten, die eben zu geschäftlichen Zwecken vorgehalten werden, genau für diese Zwecke, für die strafrechtliche Verfolgung auch zugänglich gemacht werden. Und das zeigt aus meiner Sicht, dass Sie hier schon selber nicht davon ausgehen, dass es um hochsensible Daten geht. Denn für die Bürger ist es doch egal, ob Ihr Anbieter das nun freiwillig macht oder wegen der Regelung der Mindestspeicherfrist. Hier ist der Eingriff in gleicher Weise zu bewerten. Und das eine wollen Sie zulassen, das andere nicht. Das ist aus meiner Sicht nicht plausibel. Liebe Kollegen, mich hätte auch interessiert, welchen konkreten Schaden Sie bei Anwendung der Regeln oder auch welchen Missbrauch Sie sich überhaupt vorstellen. Wir können mal dahingestellt lassen, ob die Daten, um die es hier geht, 2 Telefone, die dann und dann miteinander in Verbindung waren, wie hochsensibel die eigentlich ist. Aber es ist doch so geregelt, dass niemand an diese Daten herankommt, außer der Staatsanwaltschaft und den Gerichten, dann, wenn es um einen Fall schwerer Kriminalität geht. Das muss dann ein Gericht vorher darüber entscheiden und jeder Betroffene wird hinterher ganz transparent auch informiert. Da weiß ich wirklich nicht, wo da ein Missbrauch möglich ist oder was da der große Schaden ist. Ich glaube eher, viele meinen, dass sie bedroht sind, dass sie beobachtet werden und wissen gar nicht, dass sie im Fall des Falles informiert würden. Im Umkehrschluss heißt das nämlich, wer nicht informiert wird darüber, dass er betroffen war, der war auch niemals betroffen. Der muss sich damit abfinden, dass seine Daten niemanden interessiert haben. Viele nehmen sich da auch zu wichtig und halten sich für bedroht, wo überhaupt niemand ihre Daten haben will. Wir halten diese Mindestspeicherpflichten deshalb für erforderlich, weil sie wichtige Hinweise geben, um Straftaten aufzuklären, um Täterstrukturen zurückzuverfolgen, Bandenstrukturen oder auch um Zeugen zu finden. Es ist ja nicht jemand, der betroffen ist, automatisch selbst in einem Verdacht, sondern ist einfach nur derjenige, der in Kontakt stand mit einem Opfer oder einem möglichen Verdächtigen. Liebe FDP, noch ein Wort zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen und gerade kamen dann noch mal ein paar Punkte, die der Klarstellung bedürfen. Wenn wir die regulierte Selbstregulierung haben und eine Plattform, eine Fallgestaltung dorthin abgegeben hat, dann besteht hier an dieser Stelle überhaupt kein Zeitdruck. Es geht nur um die Abgabe an die Regulierung. Das muss innerhalb von 7 Tagen geschehen. Aber wenn es einmal dort ist, gibt es überhaupt keinen Zeitdruck. Es gibt überhaupt kein Risiko, kein Bußgeld, dass diese Selbstregulierung eben angehängt werden könnte. Und deshalb an der Stelle auch überhaupt keine Beeinflussung. Im Übrigen auch kein Präjudiz für eine spätere gerichtliche Entscheidung, ob etwas strafbar ist. Die Selbstregulierung entscheidet doch nicht über die Strafbarkeit, in dem Sinne, dass sie dann eben auch strafbare oder Sanktionen des Strafrechts verhängen kann. Wir sind durchaus sehen positiv, dass dort einige Aspekte des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes erhalten werden soll. Wir wären auch offen für eine sinnvolle Weiterentwicklung an der Stelle. Der Richtervorbehalt, die hohen Kosten sind möglicherweise Dinge, die es für die Betroffenen unattraktiv machen, den Auskunftsanspruch auch geltend zu machen. Aber wir halten es für falsch, dass ihr euch da vor den Karren spannen lasst für die Multis der Meinungsindustrien sozusagen die Standards zu deregulieren. Wir glauben, dass es besser ist, dass wir bei dem bisherigen Standard bleiben. Wir lassen es besser, wie es ist. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Winkelmeier-Becker. Bevor ich den Kollegen Dr. Fechner aufrufe, möchte ich eine